Jo Leute, willkommen, wir sind bei dem wir sind beim neuen Let's Play, nicht bei der zweiten Folge. Wir sind beim neuen Let's Play, bei Portal 2, neues Spiel. Wir haben letztens Portal 1 fertig geschafft, beziehungsweise nur Portal. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach weiter mit Portal 2. Danach machen wir Portal 3, 4, 5 natürlich, ne, ist ja klar. Wir sagen, Einzelspiele, oder? Bin ich hier zu zweit? Hallo? Ist hier jemand? Nee? Nee, sieht nicht aus, okay, dann machen wir. Einzelspieler ist gut so. Neues Spiel. Natürlich fangen wir hier hinten bei den Credits an. Höflichkeitsbesuch. Ich bin bereit dafür. Wir machen diesen Höflichkeitsbesuch so höflich wie nur möglich. Wir machen den so was von fertig. Aber erstmal laden wir natürlich. Das sind nicht Ladedaten, sondern wir sehen hier halt das Bild, die Bilder. Ja. Und wir warten. Und hat's geladen. Schön. Guten Morgen. Ihr Winterschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Oh, okay. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Ach so, nach oben. Oh, ich dachte, meine Decke von dem Bett. Wer hätte denn das gedacht, dass man nach oben schauen soll? Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Okay, das kann ich auch. Das kann ich. Schaut. Gut. Wow. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Okay. Ich stehe da. Achso, ist nicht das Richtige. Ah, da, das. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Also dieses Bild, man sieht einfach. Die Künstler wollten das ausdrücken. Die Freiheit. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Oh, diese Musik ist formidabel. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Nö, bestimmt nicht. Nö. Okay, ich gehe halt ins Bett. Oder darf ich auf dem Stuhl schlafen, hier so? 10.000 Jahre oder 50 Jahre, das geht doch. Nee, okay. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Management Center Hallo? Hallo? Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Nö, ich gehe jetzt wieder hinschauen. Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Okay, wir haben technische Probleme. Machst du die Tür auf? Das ist zu aggressiv. Hallo, mein Freund. Mach doch mal die Tür auf. Okay, dann mach jetzt halt die Tür auf. Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Ja, ich bekomme sie nicht auf. Die. Ja. Ah, du siehst furchtbar gut aus. Danke dir. Ganz bestimmt. Sehr nett. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Siehst du aus, genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Was? Wieso? Okay, ich höre etwas. Okay. Es wackelt. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Nee. Hallo? Hör dich nicht. Lalala, ich höre dich nicht. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Nur leichtes. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist krass. Schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, Apfel sagen. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Oh nein. Festhalten wollte ich mich noch. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Ach, nur du. Wie geht's dir da unten?
Hältst du die Stellung? Ja, alles super, nichts passiert. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Ach, ist ja nicht schlimm. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Ja, bist du. Ha, weg. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Wird überwertet. Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nee. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, ist in Ordnung. Das okay, kann ich mir merken. Alle tot, niemand lebendig. Auf der anderen Seite ist dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Nachher ist hier die Andockstation auch. Das ist in Ordnung. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Gut gemacht. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Hm. Zu dem Beut, was ich habe, bestimmt gut. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Boom. Yay, ist kaputt. Wir sind nicht mal 7 Minuten im Let's Play drin und schon ist was kaputt. Super. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Nee. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Oben. Okay. Dann springen wir mal in die Klos. Los geht's. Ja, ich gehe schon. Keine Angst. Ich glaube, es ist nicht so sicher da drauf. Durch das Loch da. Durch das Loch hinten? Nein, das... Hallo, okay. Erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. String! Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ah, funktioniert noch. Schön. Also ich nehme jetzt mein Radio und wir sagen, wir gehen auf die Reise. Hier sind schöne Pflanzen. Haben die Gärtner hier sehr gut angebaut. Muss man schon sagen. Sehr frisch auf jeden Fall. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Oh, das war schwer. Hä, wo ist mein Radio hin? Ah, das Radio ist einfach reingeflutscht hier, wie so in den Würfel. Oh, Radio, komm mit, verdammt nochmal. So. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Also mein Radio, okay. Und Physik. Nur mal so gesagt, ne? Joa. Was gibt's großes Portal eigentlich zu sagen? Man macht Tests mit Portalen in diesem Spiel. Ich kann das noch nicht, ich bin noch neu in dem Spiel. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Wo sind meine Sie Schläfen? Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Wird auch überwertet alles. Gehörgänge, pfff. Wird überwertet, braucht noch nicht mehr hören heutzutage. Ich hab den da nicht so springen lassen, aber okay. So, hier mal. Und dann haben wir den ersten
zweiten Test theoretisch, weil die Würfel hinstellen war auch ein Test. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Yay! Interview, Interview, wuhu! Ich freue mich schon voll da drauf, ne? Das ist eine Maus. Ich weiß nicht mal, wen ihr seht. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird... Ich dachte, ich hätte ja gerade was gesehen. Egal. Was haben wir denn hier? Aufgabe 2. Aber hier sind drei Striche. Was will uns das sagen? Uns gibt keine Sachen, die hier sind. Okay. Na bitte, geschafft! Hier war auch mal jemand. Auf dem Podest, da müsste eine Portalkanone liegen. Ja, ich sehe sie. Löcher. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Nö, will ich nicht. Aber okay, kann ich machen. Oh! Ja! Hallo? Ich zwing fallen. Nee. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Okay. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ist gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Wir sind ja, glaube ich, noch nicht tot. Ich bin mir eigentlich nicht so sicher. Oh, den Raum können wir auch nur hier. Professoren. Das sieht aus wie GLaDOS. Professoren. Companion Cube, genau. Person mit rotem Kopf, orangen Kopf. Und GLaDOS. Ähnlich aussehendes Ding wieder. Mondzeiten. Vollmond, Halbmond, Leermond. Sind wir aus dem ersten Spiel? Hier sind Personen mit Portal Gun. Die steht da auf der GLaDOS-ähnlichen Figur drauf. Und da ist wieder was. Yay, yeah, ich kann alles identifizieren. Wuhu. Wir sagen jetzt zu, wie scheiße ich da gerade gesprungen bin. Was haben wir denn hier noch alles? Oh, wir sehen nicht mal den Himmel, so hell ist es draußen. Was haben wir denn hier? Ein Kopierer. Können wir den Schuh mitnehmen? Ja, wir können den Schuh mitnehmen. Gut. Die Uhr ist da auch. Fest, so komplett. Okay. Können wir nehmen? Nein. Irgendwas noch nehmen. Kisten sind da festgeklebt, merkt man ja, ich kann dagegen laufen und nichts passiert. Ein Stuhl, nein, der bewegt sich. Das ist in Ordnung für mich. Warte, wäre hier nicht hier schon die Leute aufgepasst haben gewesen? Kann sein. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Okay. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay. Warte. Der fällt einfach runter. Der eine fällt um, die anderen beten zu ihm schon. Okay, läuft. So sollte es funktionieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.